Hoi! Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rollemingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. So, muss erstmal kurz ein Schlückchen nehmen. Oh, yes, es geht wieder los, geht wieder eine Runde. Gucken wir uns erstmal heute erstmal die Festung an, ne? So. Ah. Es ist hier so die Festung der besonders Beklopften. Ich bin mal gespannt, was wir hier für Wahnsinnige drin haben. Also ein Oberherr, das ist so ein Oberherr als Brecher, große Stärke, die Keule, das ist schon assi, also, puh. Ah, die Fernkampfangriffe, das werden wir natürlich ausnutzen. Asgrill, der Zerstörer, nice. Ich bin mal gespannt, wieso die besonders Bekloppten. Also man kann gespannt sein. Furcht vor Brutalitäten. Fernschuss, das ist geil, da freue ich mich drauf. Bestienschlechter, okay. LOL! Normalerweise ist ein Bestienschlechter eigentlich immer so wildenstammmäßig, aber Marodeurstamm auch cool, okay. Und jetzt so häufig vor der Kommandant. Snafu-Bärstchenmeister, cool. Was haben wir hier noch? Ah, Henok, der Drache, nice, nice. Horzer Spinnenbrot, Dux Schützenausbilder, nice. Weißauge, cool. Ich denke, da können wir ja auf jeden Fall ein paar feine Dialoge rauskitzeln, rausschlagen. Ja, unsichtbare, naja. Oschkrisch der Schatten. Schack der Standhafte. So, mal gucken. Ich hoffe, ist alles okay. Ich bin nämlich gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen K.O., ne? Weil es auch gerade die ganze Lernerei ist. In wenigen Tagen tatsächlich werde ich meine Prüfung ablegen. Meine Abschlussprüfung. Ich glaube, das ist dann schon durch. Wenn das Video hochgeladen ist, werde ich die Prüfung schon hinter mir haben. Und da bin ich jetzt langsam mal sicher ziemlich matschig. Ich lerne meistens immer so, dass ich dann am Ende echt so keinen Bock mehr habe auf Lernen, dass mein ganzer Kopf so krass voll ist und ich mir dann denke, Alter, also was heißt denn so krass voll ist, sondern dass ich dann echt keinen Bock mehr habe, sondern mir einfach denke, oh, hoffentlich ist die Scheiße bald vorbei. Ich bin, glaube ich, der Einzige oftmals, wenn wir im Prüfungsraum sind, der Einzige, der sich freut auf die Prüfung, weil ich echt mir denke, boah, geil, endlich ist die Scheiße vorbei. Ich kann endlich mir wieder einen reinlöten, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich mein Gehirn auf Reset stelle. Naja. Gute! So, komm mal her, du Sau, du Kleine. Ah. So. Ist was? Alter Schwede. Ich zerquetsche dich so sehr, dass du denkst, ein Grauk hätte dich zertrampelt. Ich werde jeden deiner Knochen bersten hören. Hoffentlich ganz laut. Ja, siehst, ey. Die haben Bock. Die haben Bock zu ballern, ey, aber richtig. Boah, das ist ja wirklich mir jetzt hier. Normalerweise, ich wollte ja eigentlich aufhören mit dem Energy-Drink-Zeug, gell. Ja, ich habe jetzt gedacht, okay, noch mal kurz vor der Prüfung machst du jetzt keinen kalten Entzug. Und, ja. Aber danach. Zack! Danach, sage ich euch ganz ehrlich, da wird dann. Gucke ich dann, dass ich möglichst die Scheiße an, dass ich mit dem Kack aufhöre, ey. Boah. Na gut. Ist er. Dann habe ich wenigstens ein. Eine. Wie soll ja ein Laster weniger, ey? Ohne Scheiß. Was ist denn jetzt los? Hä? Wo sind denn meine Männer? Wo sind meine Männer? Ja geil, meine Männer fehlen mir. Meine Männer. Hä? So ein Drecksgame manchmal kotzt es mich so hart an, wirklich. Weil das Problem ist, die kommen jetzt auch nicht mehr, gell? Das ist das. Ich bin bereit für deine kleinen Tricks. Du kämpfst jetzt gegen einen wahren Meister. Einem wie mir hast du noch nie gegenüber gestanden. Ist das so? Ich find's so geil. Alle meine Männer netto. Die glänzen so hart durch Abwesenheit. Unglaublich. Ah ja, passiert auch mal. Du bist schon so gut wie tot. Glaubst du? Machen wir das jetzt am besten. Ja gut, dann müssen wir halt den Hockey holen, ne? Dass ich hier wenigstens mal etwas habe, ey, ohne Spaß jetzt mal.
Weil mit dem sollte das ja eigentlich funktionieren. Ich finde es ein bisschen kacke, dass das so gedacht hat, schon wieder das Game. Oh ja, wofür brauchen wir denn Soldaten? Ne, brauchen wir nicht den Scheiß. Alter, Freund, ey. Da bin ich ganz froh, dass eher eine Themenfestung ist und keine Festung, die eher als Herausforderung gedacht ist, weil... Oh, leck mich doch mit den scheiß Spinnen hier am Arsch, Mann! Ihr Schweine! Du kriegst die Festung nicht! Also, nicht nach dem, was ich dir alles antun werde. Gut zu wissen, schön. Hock, tu mir eingefallen, bring irgendjemanden um. Ach, verdammte Hacke. So, dem gebe ich jetzt hier Saurus. So, einen nehmen wir mit. Ich verweigere mich, heller Herrscher. LOL. Okay. Für Sauron zu sterben ist die größte Ehre. Ich genieße sie. LOL! Krass, nice. Sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Mensch, ich bringe jetzt den da um erst einmal hier. Mist! Hawk, bring ihn um! Junge. Es wird ein bisschen ein Stückchen Arbeit hier. Ich weiß halt auch nicht, wo die hin sein könnten, ne? So, metzelt das Schweinepriester hier ab. Okay. So. Ein bisschen nervt mich das ja schon, aber gut, dann müssen wir halt eine althergebrachte Technik anwenden. Die ganz gut funktioniert eigentlich. Er steckt das Feuer. Ich kenne deine Art. Man peitscht und schlägt euch, doch ihr lernt es einfach nicht. Also muss ich dich wohl schlachten. Und hinten steht einfach Hawk und weiß ganz genau, du weißt, was jetzt passiert, oder? Oh, sorry, Hockey. Wir nehmen die Spinnenbrut mit, ne? Also nur, damit du es weißt. Ja, so, warte mal kurz. Einmal hier. Der kommt ganz sicher nicht wieder. So, wo ist der? So, dir gebe ich es jetzt. Zack. So, Spinnenbrot ist gar nicht schlecht. Jawohl. Komm, du kommst jetzt mit uns. Ach, ich hab schon gedacht. Ja, ja, alles gut. Wir brauchen ein bisschen Verstärkung, deshalb habe ich jetzt hier einen angeheuert. Jo, bringt sie alle um, die Schweine. So, wir brauchen hier ein paar Untote. So, wunderbar.
Weiter, Männer, Attacke! So ein Schmarrn, ey. Ist die Hälfte, also nicht heute die Hälfte, wir haben nur nicht mal irgendeinen von unseren Soldaten, also ist dabei irgendwo einer, der was ausrichten kann, weil ich meine ja diese 0815 Rand, also diese 0815 Random Uruks da, diese, die du eigentlich, die bringen halt einen Scheißdreck. Fuck. Musst du zuerst an mir vorbei. Ja, gerne. Gegen meinen Herrn bist du machtlos, vor allem solange ich hier bin. Was seid denn ihr für Arschkriecher, Mann? Vorsicht vor dem Feuer! So, euren Chef, den mache ich jetzt platt kurz hier, Moor. So, Momente. Oh, lol. Oh, Scheiße, hat er dem eine gegeben. Guter Treffer. So, schlitzt er alle auf hier. So, wir brauchen jetzt hier mal ein bisschen Verstärkung. Holt mal alles her, was wir haben. Ich werde gute Dienste leisten. Das ist gut, jetzt müssen wir uns nur noch um deinen Kollegen da kümmern. Dann hätten wir schon mal wenigstens zwei. Die zwei Fernschüsse hier. Noch mehr Männer. So, perfekt. Haben wir schon wieder die Truppe zusammen, ne? Sehr gut. Weißt du nicht, ob die viel was reißen können, aber was soll's. Alles klar, Männer. Sehr gut. So. Müssen wir doch alles mal in einer gewissen Zeit hier mal... Außer die bringen sich jetzt natürlich gegenseitig um, aber... Pff, sowas ist Kollateralschaden, ne? Ach, das ist sogar eine... Ach so, ich glaube, das ist sogar eine Standpunkt-Themenfestung, ne? Oh, das tut mir aber leid. Oi! Bro, das... Das das konnte ich jetzt leider gar nicht so richtig. Ich hab's gar nicht gewürdigen können, es tut mir saumäßig leid, ey, aber es. Das ist tatsächlich Standpunkt der Infestung, ne? Da haben wir Kommandanten Orloks, auch mit Supernamen, haben wir einen Kommandanten. Warte mal kurz. Gehen wir das mal kurz nochmal durch. Der Beste schlechter. Fernschuss, der war den Meisterschützen dabei gehabt. Der Bestienmeister, der hatte den. Ah, der hatte Bestienmeister, ja. Und den hier. Was hat der? Der Ahenok, der Kriegsherr. Ah, und der Kommandant, cool. Das passt sogar ziemlich gut. Das ist eine Standpunkt-Infestung. Lange ist's her. Nice! Tut mir leid, manchmal ist mir einfach diesmal nicht so aufgefallen. Die. Alles klar, der ist auch tot. Zwei sind achtlos, aber drei. Schnauze! Reißt die Tore ein! Worauf wartet ihr noch? Achso, kriegen sie wahrscheinlich gar nicht selbst hin. Dann machen wir das eben selbst, so. Manchmal fällt es mir nicht direkt auf, es tut mir leid, Freunde. Ist auch eine Weile lang her, wo wir, sagen wir mal, das letzte Mal immer wieder eine Standpunkt-Themenfestung haben. Und ich bin auch nicht so krass aufnahmefähig, dass ich das so direkt wieder sehen kann, ey. Es wird Zeit, dass bald diese scheiß Prüfungsphase vorbei ist. Ohne Witz jetzt mal. Dann ist endlich die Ausbildung auch beendet. Boah. Immer geile Zeit, aber es wird auch jetzt echt mal Zeit, dass es mal beendet wird, nicht? Ja gut, wenn ja natürlich alle voll sind, dann muss man nicht mehr so sagen, okay, dann die Themenversion ist schwierig, ne? Aber okay, Zerstörung. Gondors Stadt am Rande Mordors ist wieder in anderen Händen. Aber die Hände sehen dunkler aus als beim ersten Mal, als sie gefallen ist. Lol. Der sieht einfach den Nazgul in uns.
Zu dem Zeitpunkt war ja Talion per Definition, war das ja schon ein Ringgeist eigentlich, ne? Der war auch, glaube ich... Würdet ihr sagen, dass Talion schon ab dem ersten ein Ringgeist war? Oh, lol. Oder... Na ja, gut, das interessiert mich jetzt auch eher weniger, ob der jetzt am Leben ist oder nicht, die Sau da. Was schwätzen mit dem? Na mach schon, bring es zu Ende. Für dich endet es auch, wenn du auf den Oberherrn triffst. Nice. Glaubt ihr, dass Talion schon ab dem Moment, wo tatsächlich der, wie heißt der, der Celebrimbor, den mehr oder weniger in Talion reingefahren ist, dass das dann tatsächlich, dass Talion schon zum Ringgeist wurde? Oder sagt ihr, der war erst ein Ringgeist, als der Ring als er die Ringe erschaffen hat? Oder als er den Ring, nicht nur die Ringe erschaffen hat, also als er tatsächlich seinen Ring erschaffen hat? Das wäre jetzt so mal meine Frage, ob wie ihr das so seht, weil technisch gesehen, ne? Also mal. Könnte man das so sagen? Ich weiß nicht. Ach scheiße, das ist auch noch hier eine komplett. Ah, das ist die Schlitzerabteilung, ne? Nice. Ja klar, kein Ding, Alter. Da kriegst du aber richtig abgezogen jetzt. Zack. So. Wir kennen dieselben zwei Läufer. Kennen wir die? Oh, scheiß mir was. Du dumme Sau. Woo! So, aufschlitzen. Oh, scheiße, da ist er. Zeig uns, was du kannst. Bisher bin ich nicht begeistert. Allfalls reicher Name. Pasch der Meuchler ist Pasch der Meuchler. Ich müsste auch mal im ersten, vielleicht müsste ich mal überlegen, hatte der da schon einen Ring? War der schon da ein Ringträger im ersten Teil? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Oder war das tatsächlich nur diese Fusion mit, oh, lol, na super. Immer sind die, die wir wollen, die sterben immer zuerst. Das ist kacke. Joa. Mein Tod bedeutet nichts. Der Oberherr wird immer triumphieren. Du bedeutest mir auch nichts, so. Wie würdet ihr das sehen? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Weil das ist so eine Frage. Ich meine, man kann das so und so sehen. Man kann natürlich sagen, okay, ein Ringgeist ist erst ein Ringgeist ab dem Moment, wo er einen Ring trägt. Ja, das ist definitionsmäßig, glaube ich, so das Naheliegendste, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt aber auf... Gehen wir jetzt aber mal ein Schrittchen weiter, sage ich jetzt mal so, auf die Ebene, dass das ja ein Zwischenwesen ist, der Ringgeist, und die eigentlich schon im Ring verfallen sind, dann würde eigentlich theoretisch auch Talion schon ab dem ersten zu den Ringgeistern zählen. Frodo wäre es ja auch gewesen. Die Wahrheit über diese Festung hören, Waldläufer? Sie ist ziemlich klein. Und Mordor ist sehr groß. Es wimmelt von Orks. So viele, man kann sie unmöglich zählen. Ein Kopf nach dem anderen. Da hat er auch nicht ganz unrecht. Es ist auch ziemlich schwierig, die zu zählen, wenn ständig einer abgemurkst wird, weil du kannst ja kaum 50 Oruks auf einem Haufen behalten, ohne dass sie sich am Anfang gegenseitig umzubringen. Ich will gar nicht wissen, was da in so einem Heerlager abgeht. Oder so, oh ja, moins, da müssen sie ja mit, die müssen ja ständig mit Toten da rechnen dort bei denen. Ah ja, der ist tot, Kraschnack ist tot. Die haben bestimmt einen Verbrauch an Truppen. Na gut, im Sauron ist das auch herzlich scheißegal. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Was auch ich geil finde, ist ja, dass die Ankündigung ist für die Ringe der Macht. Es geht in die zweite Staffel. Bin sehr, sehr gespannt, was es da so, auf was wir da so, was die sich da, ja,
genau, ihr wisst, was ich meine, beziehungsweise, glaube ich, ihr könnt es vermuten, wenn ihr mich lange genug kennt, dann denkt ihr euch, okay, Lemmingmann sagt schon wieder im Voice Crack. So, dann gebe ich jetzt erstmal richtig Saures hier, so, weiter hier, hol ja, jetzt kriegst du sie aber richtig und zack, noch eins hier. Oh, scheiße. Friss das, Arschloch. Das lässt du mal schön bleiben hier. So. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Das lässt du schön bleiben, Arschloch. Von hier hinten treffe ich dich auch noch. Du bist so fett, dass ich dich treffe. So. Ich fokusse den jetzt einfach mal. Vielleicht schaffen wir es sogar in den letzten Sekunden auf Silber. War es immer spannend. Ich glaube, wir haben es fast. Ah, ne, wir haben es leider nicht geschafft. Schade, schade, Schokolade. Das lässt du mal schön bleiben, du Arschloch. Das machen wir hier nicht. Komm her. Du Sau. Jawohl. Können wir gleich in der nächsten. Ich mach gleich nochmal. Mach noch eine Folge. Noch. Greif schon ein. War eine schöne Festung. Hat Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass ich die Standpunkt-Themenfestung da nicht so würdigen konnte, wie ich es eigentlich sonst immer tue, weil es hat mir echt, ich hab's, mir ist erst nicht beim ersten Mal aufgefallen. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei, macht's gut, eure Lieben, bis zum nächsten Mal und ciao.